und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute gibt es wieder eine Rezension und zwar zu Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstandes von Salvatore Basile. Das Buch ist Mitte März im Blau Vallée Verlag erschienen. Ihr seht hier die Hardcover-Ausgabe, die kostet 19,99 € und ich habe es freundlicherweise als Rezensionsexemplar bekommen. Es hat 348 Seiten, ist also nicht allzu lang und ich finde die Aufmachung wunderschön. Dieses Cover ist einfach so hübsch, auch mit den Farbtönen. Einfach diese Komposition von diesem Korall mit dem Türkis ist so, so schön. Und ja, also dafür schon mal ganz viel Liebe. Und wenn man das Hardcover dann auspackt, hat man dann auch nochmal die schöne Ausgabe hier drunter. Also ich finde diesen Einband echt hübsch. Ich mag es zwar eigentlich ziemlich gerne, wenn die Einbände unter den Umschlägen auch noch bedruckt sind. Das ist hier vorne nicht der Fall, aber der Buchrücken sieht auch echt schön aus. Hier hat man nochmal die Anlehnung an das Cover und ja, also ich finde das trotzdem sehr gelungen und ja, durch diese Farbe hat man halt einfach so ein Verlangen nach Sommer und keine Ahnung, also ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig gelungen und einfach wunderschön und ja, im Endeffekt war dieses Buch zum Teil eben auch ein kleiner, ja, Coverkauf, also ich habe es ja nicht gekauft, aber ich habe es angefragt, bevor ich es kaufe und habe es glücklicherweise bekommen. Aber ansonsten hätte ich es auch einfach wegen des Covers haben gemusst. Aber ich möchte euch heute natürlich auch etwas über den Inhalt erzählen. Das Buch spielt in der Gegenwart in einem kleinen Ort in Italien und unsere Hauptperson ist Michele. Und das Buch beginnt in den 90ern, denn dort wird Michele von seiner Mutter verlassen. Die Mutter steigt eines Tages einfach in den Zug und kommt nie wieder. Michele weiß nicht warum. Und diese Bahnstation, an der die Mutter einsteigt, spielt nochmal eine ganz besondere Rolle. Denn das Besondere ist, dass der Vater eben Zugführer ist und die ganze Familie auf dem Bahnhof wohnt und Michele tritt dann eben nachher auch in seine Fußstapfen und wird Wärter dieser Bahnstation. Und als Wärter dieser Bahnstation hat er ein ganz besonderes Hobby, nämlich sammelt er verlorene Gegenstände abends aus dem Zug und bewahrt sie zu Hause auf. Und normalerweise möchte diese Gegenstände eigentlich niemand wiederhaben, doch eines Abends klopft die junge Elena an seine Tür und sucht nach einer Puppe, die ihrer Schwester gehört. Natürlich hat Michele die Puppe gefunden, gibt sie ihr wieder, aber daraufhin entsteht eben eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden, denn Michele lebt ziemlich isoliert. Sein Vater ist vor einigen Jahren verstorben und er hat eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt und verlässt die Bahnstation auch nie, weil er eben dort lebt und arbeitet und ja, in dem Sinne ist Michele auch eine ganz besondere Person, denn obwohl er eben so abgeschottet lebt und ihn das Leben mit dem Verlust seiner Mutter eben doch irgendwie ziemlich enttäuscht hat, ist Michele alles andere als verbittert und sowohl er als auch Elena haben, obwohl sie erwachsen sind, einen relativ kindlichen Charme und das ist halt auch was ganz Wichtiges, was dieses Buch ausmacht. Allerdings gibt es noch ein sehr wichtiges Detail, was auch sehr wichtig für unsere Geschichte ist. Und zwar hat Micheles Mutter damals sein rotes Tagebuch mitgenommen und seither hat er es nie wieder gesehen. Doch eines Tages findet sich eben dieses Tagebuch unter den verlorenen Gegenständen im Zug. Und ja, daraufhin fangen Michele und Elena an, einen Plan zu schmieden, mit dem sie hoffentlich endlich herausfinden, wo die Mutter ist. Denn die Mutter muss ja irgendwo in der Nähe wohnen, wenn sie eben dieses Tagebuch im Zug vergessen hat. Und damit beginnt eine wirklich entzückende Geschichte, eine Reise durch mehrere kleine italienische Orte, wo Michele eben auch verschiedene Leute kennenlernt, verschiedene Geschichten hört, auch die verschiedensten Ratschläge zu seiner Situation bekommt. Und es ist einfach so ein liebevolles Buch. Der Schreibstil ist unheimlich malerisch. Man kriegt einfach so einen schönen Eindruck von dieser italienischen Kulisse, in der wir uns da befinden. Und ja, durch die Persönlichkeit unserer Charaktere wird das Ganze auch nochmal unterstrichen und ja, im Endeffekt ist dieses Buch eigentlich fast wie eine Liebeserklärung an all das, was da passiert. Zwar kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es diese Menschen im wirklichen Leben geben könnte, aber es wäre einfach so schön, wenn. Und
Ja, es ist schon allein vom Setting einfach wunderschön, aber auch die Geschichte ist unheimlich spannend. Denn wir als Leser sind mindestens genauso ahnungslos wie Michele und dazu erfahren wir die Geschichte eben auch aus verschiedenen Perspektiven, vor allem aus der von Michele und von Elena. Und ja, das macht das Ganze auch nochmal sehr aufregend, weil wir eben nochmal dieses Innenleben dieser etwas kindlicheren Persönlichkeiten mitbekommen. Und das hat mir einfach so viel Freude bereitet, was ich aber auch so ein bisschen skurril fand, denn normalerweise lese ich so ein Genre nicht. Also es ist ja eigentlich mehr oder weniger einfach ein Roman und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Respekt davor, so ein erwachsenes Buch zu lesen, weil ich ja normalerweise doch eher Jugendbücher, Thriller oder Fantasy lese und da der Anspruch ja irgendwie ein bisschen anders ist. Aber ich wurde so positiv überrascht, denn zu diesem tollen Schreibstil kommt einfach, dass man so direkt in diese Geschichte reinfällt und es eigentlich überhaupt keine Zugangshürden dazu gibt. Ja, man ist einfach direkt drin und es hat mir einfach eine riesige Freude bereitet. Dazu kommt, dass nicht nur der Einstieg toll war in das Buch, es bleibt eben die ganze Geschichte hinweg spannend. Es gibt auch eine gewisse Entwicklung und es gibt zwar ein paar Ereignisse, wo man sich dann manchmal denkt, warum war das jetzt gut? Aber ich kann nur sagen, zum Schluss macht der Autor den Sack wirklich zu. Es gibt ein unheimlich gelungenes Finale und ich finde, dieses Buch ist einfach so unheimlich stimmig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war einfach toll, es war irgendwie was fürs Herz, aber nicht im Sinne von Liebesgeschichte oder so. Ja, ich finde, es war einfach so schön, einfach aufgrund dieser Menschen und wie sie miteinander umgehen und was da zum Schluss eben bei rauskommt. Und ich kann euch das Buch sowas von empfehlen, auch wenn es eigentlich gar nicht euer Genre ist, sage ich mal. Aber ich glaube einfach, dass fast jeder Mensch an diesem Buch eine ungeheure Freude finden kann. Und ja, deshalb kann ich euch die Reise eines wundersamen Gegenstandes, nein, die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstandes wirklich nur ans Herz legen. Ich habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben, weil ich es einfach so toll fand, es mich so überrascht hat und ich es einfach durch und durch gelungen finde. Und was ich noch dazu sagen kann, anfangs habe ich das Buch ein bisschen häppchenweise gelesen, weil ja ich dieses ganze Flair, was mich da erwartete, erst so ein bisschen verarbeiten musste. Aber dann ab der Hälfte musste ich es wirklich durchlesen, weil es einfach so unheimlich spannend geworden ist und ich einfach wissen musste, wie diese Geschichte jetzt ausgeht, was mit Micheles Mutter ist und was eben dieses Geheimnis dahinter ist, dass plötzlich dieses Tagebuch in diesem Zug lag. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Große, große Empfehlung. Ich kann nur sagen, es war einfach toll. Und nun seid ihr dran. Habt ihr die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstandes schon gelesen? Interessiert es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich unheimlich freuen. Die Sache zu diesem Buch ist, dass ich auch noch nicht so viele andere Meinungen gehört habe, denn auf Goodreads gibt es zwar einen ganzen Schwall an Bewertungen, aber die sind allesamt auf Italienisch und Griechisch und da ich keine der beiden Sprachen beherrsche, kann ich natürlich nicht sehen, was die Leute jetzt gut oder schlecht an dem Buch gefunden haben. Aber ja, also ich bin eigentlich über nichts gestolpert und ja, es hat einfach mein Herz erwärmt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir erzählt, ob es euch denn auch so ging. Und nun wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!